Assalamu alaikum, kleine Muslime. Ich bin Nora und ich erzähle euch heute eine wunderbare Geschichte. Es gab einen Mann, den Allah subhanahu wa ta'ala mit Armut, Verlust und Krankheit prüfte. Dieser Mann ertrug jede Prüfung mit Sabr. Sein Sabr war so groß, dass die Menschen noch heute von Sabr Ayyub sprechen. Jetzt wisst ihr natürlich, wen ich meine, den Propheten Ayyub alaihis salam. Ich erzähle euch heute seine Geschichte, inshallah. Der Prophet Ayyub war ein Nachfahre unseres Propheten Ibrahim. Die Mutter des Propheten Ayyub war die Tochter des Propheten Lut. Und die Ehefrau des Propheten Ayyub stammte vom Propheten Yusuf ab, alaihis salam. Der Prophet Ayyub lebte ein wunderbares Leben mit seiner Frau und seinen 14 Kindern. Ja, wirklich, 14 Kinder hatte er, mashallah. 7 Mädchen und 7 Jungen. Ayyub alaihis salam war außerdem sehr wohlhabend. Er hatte große Ländereien und ganz viele Tiere. Ayyub war ein angesehener Mann. Die Leute mochten ihn. So ein wunderbares Leben führte der Prophet Ayyub, alhamdulillah. Doch niemals vergaß er, Allah subhanahu wa ta'ala für seine Segnungen zu danken. Er war niemals hochmütig, sondern kümmerte sich um die Armen und Bedürftigen und spendete ihnen von seinem Reichtum. Ayyub alayhis salam war ein sehr dankbarer Diener Allahs, masha'Allah. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Diener ganz besonders liebt, dann prüft er ihn. Denn in der Prüfung kann der Diener beweisen, wie sehr er Allah liebt und wie sehr er am Islam festhält. Da Allah subhanahu wa ta'ala seinen Diener Ayyub besonders liebte und um den Muslimen ein schönes Beispiel zu geben, begann die Zeit der Prüfung für Ayyub alayhis salam. Was glaubt ihr? Würde Ayyub seine Prüfungen bestehen? Zunächst prüfte Allah subhanahu wa ta'ala seinen Diener Ayyub mit Armut. Die Felder Ayyubs begannen auszutrocknen und waren nichts mehr wert. Alle seine Tiere starben, bis er überhaupt kein Vieh mehr hatte. Ayyub, der einst so reich gewesen war, war nun ein armer Mann. Subhanallah! Wie verhielt sich Prophet Ayyub in dieser großen, schweren Prüfung? Ayyub alaihis salam sagte, Allah gibt wem er will und nimmt von wem er will. Aller Reichtum gehört Allah, so kann er ihn auch von mir zurücknehmen. Subhanallah, Ayyub hatte seine Prüfung bestanden. Er beklagte seine Armut nicht, sondern war damit zufrieden. Nun ging die Prüfung weiter. Alle 14 Kinder Ayyubs starben. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ayyub war sehr traurig über den Tod seiner Kinder. Doch er sagte, Allah gibt, was gut für uns ist und nimmt von uns, weil er es besser weiß. Ich vertraue auf Allah und bin ihm für alles dankbar. Subhanallah, auch diese Prüfung hatte Ayyub alaihis salam auf die beste Art bestanden. Nun kam die dritte, schwere Prüfung. Ayyub, der stets kräftig und stark gewesen war, wurde sehr, sehr krank. Er konnte kaum noch aufstehen und hatte so starke Schmerzen. Als die Menschen davon hörten, dass Ayyub nun arm, kinderlos und krank war, da sagten sie, bestimmt ist er kein guter Diener Allahs, deshalb straft Allah ihn. Subhanallah, das war wirklich eine dumme und falsche Aussage. Denn Allah prüft jene, die er besonders liebt. Die Leute, die einst Ayyubs Freunde waren, wendeten sich von ihm ab. Sie besuchten ihn nicht mehr und fragten nicht mehr nach ihm. Nur seine Frau blieb bei Ayyub alaihis salam und kümmerte sich liebevoll um ihn. Ayyubs Frau begann, die Häuser anderer Leute zu putzen, um Geld für sich und Ayyub zu verdienen.
Doch irgendwann wollten die Leute auch das nicht mehr. Sie hatten Angst, sich an Ayubs Krankheit anzustecken. Subhanallah, Ayubs Frau war sehr, sehr traurig darüber. Sie sagte zu ihrem Mann, Ayub, du bist doch der Prophet Allahs. Willst du nicht endlich Allah um Erleichterung für uns bitten? Ayub alayhis salam sagte zu seiner Frau, sag, wie lange haben wir in Gesundheit und Reichtum gelebt? Sie antwortete, 80 Jahre. Ayub fragte weiter, und wie lange prüft Allah uns nun? Seine Frau antwortete, 18 Jahre. Da sprach Ayub alayhis salam, Allah hat uns so lange Gesundheit und Reichtum gegeben und prüft mich nun erst seit 18 Jahren. Ich werde Allah noch nicht um Erleichterung bitten. Doch du bist ungeduldig. Wenn es mir wieder besser geht, werde ich dir für deine Ungeduld 100 Hiebe geben. Da Ayubs Frau nun keine Arbeit mehr hatte und Ayub nicht arbeiten konnte, ging den beiden das Essen aus. Ayub und seine Frau litten Hunger. An einem der folgenden Tage kam Ayubs Frau allerdings mit 2 Stücken Brot nach Hause. Da fragte Ayub a.s. seine Frau, woher hast du dieses Brot, gute Frau? Du hast doch gar keine Arbeit mehr. Ayubs Frau blickte traurig zu Boden. Sie zog ihren Hijab vom Kopf und Ayub sah, dass sie kaum noch Haare hatte. Ich habe meine Haare gegen dieses Brot für uns beide eingetauscht. Subhanallah, das machte Ayub wirklich sehr, sehr traurig. Seine Frau hatte so viel mit ihm gelitten, so viel ertragen, den Verlust des Reichtums, der Kinder, der Gesundheit ihres Mannes. Und nun hatte sie sogar ihre Haare gegen etwas Brot eingetauscht. Ayub hob seine Hände und sprach zu Allah, der Schaitan hat mich mit Mühsal und Pein heimgesucht. Und Allah erhörte das Gebet seines Propheten Ayub alayhis salam. Er schickte ihm den Engel Jibril alayhis salam, der zu Ayub sprach, stampfe mit deinem Fuß auf den Boden, dann trink von dem Wasser und wasche dich damit. Ayub gehorchte dem Engel und stampfte auf den Boden. Genau dort, wo der Prophet aufgestampft hatte, entsprang eine Wasserquelle. Ayub alayhis salam trank von dem Wasser und wusch sich damit und wurde sofort von seiner Krankheit geheilt. Allahu Akbar! Das Wasser machte ihn nicht nur gesund, sondern auch jung und kräftig. Auch seine Frau trank von dem Wasser und auch sie wurde wieder jung. Das war für Allah nicht schwer, denn Allah ist der Allmächtige. Doch erinnert ihr euch an das Versprechen, das Ayub alayhis salam gegeben hatte, als seine Frau ungeduldig wurde? In seinem Ärger hatte Prophet Ayub voreilig gesprochen. Er wollte doch seine liebe Frau, die so viel ertragen hatte, nicht schlagen. Andererseits hatte er ein Versprechen gegeben. Was konnte er also tun? Allah gab seinem Propheten Ayub die Anweisung. Sammle 100 Halme in deiner Hand und gib deiner Frau einen sanften Hieb damit. So hast du dein Versprechen schon erfüllt. Ayub tat, was Allah ihm befohlen hatte. So hatte er seinen Eid erfüllt, ohne seiner lieben Frau weh zu tun. Alhamdulillah. Allah gab Ayub und seiner Frau erneut Reichtum und sie bekamen sogar wieder Kinder. Sogar noch mehr Kinder, als sie vorher gehabt hatten. Alhamdulillah. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه
innahu awwab. Und gedenke unseres Dieners Ayyub. Als er zu seinem Herrn rief, mich hat der Satan mit Mühsal und Pein heimgesucht. Tritt kräftig mit deinem Fuß auf, da ist kühles Wasser zum Waschen und zum Trinken. Und wir schenkten ihm seine Angehörigen wieder und noch einmal die gleiche Zahl dazu. Aus Barmherzigkeit von uns und als Ermahnung für diejenigen, die Verstand besitzen. Und nimm in deine Hand ein Bündel dünner Zweige und schlag damit zu und sei nicht eidbrüchig. Gewiss, wir fanden ihn standhaft. Welch ein trefflicher Diener. Er war immer wieder umkehrbereit. Allahs Segen und Frieden gebühren unserem Propheten Ayyub. Kleine Muslime, egal womit Allah uns prüft, wir zeigen immer Sabr, so wie Ayyub a.s. Wenn es uns gut geht, dann sagen wir Alhamdulillah und helfen den Menschen, denen es weniger gut geht als uns. Wenn es uns schlecht geht, dann sagen wir auch Alhamdulillah und suchen erlaubte Wege, um unser Problem zu lösen. Allah gibt uns Schwierigkeiten und Prüfungen, damit wir zeigen können, dass wir gute Muslime sind, so wie Prophet Ayyub alaihis salam. Allah prüft besonders die Muslime, die er sehr liebt, damit sie durch ihren Sabr ins Paradies kommen. Das Leben ist mal schwerer und mal leichter, denn dieses Leben ist nur eine Vorbereitung aufs Paradies, inshallah. Das war die Geschichte des Propheten Ayyub alaihis salam. Möge Allah uns Sabr Ayyub schenken. Sagt Amin. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, dann bittet Mama oder Papa, diesen Kanal zu abonnieren. Denn auf Nun Media gibt es noch weitere Prophetengeschichten und andere tolle Videos. Mama und Papa können uns auch mal auf Instagram besuchen. Dort gibt es viele tolle Beiträge zur islamischen Kindererziehung. Außerdem gibt es vom Nun Verlag islamische Kinderbücher und viele weitere Produkte. Ihr findet sie auf nunverlag.de. Kleine Muslime, es hat mir so viel Spaß gemacht, euch die Geschichte des Propheten Ayyub alaihis salam zu erzählen. Ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Prophetengeschichte wiedersehen, inshallah. Und vergesst nicht, kleine Muslime, Allah liebt euch. Fi amanillah.